Das Orgelporträt, die Seufert-Orgel in Gerolzhofen. Gerolzhofen ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt und der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen. Die ehemalige Kreisstadt des 1972 aufgelösten Landkreises Gerolzhofen mit rund 6.900 Einwohnerinnen und Einwohnern ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Gerolzhofen liegt am nordwestlichen Rand des Steigerwaldes, 18 Kilometer südöstlich von Schweinfurt. Die Siedlung Gerolzhofen wurde erstmals zwischen 750 und 779 in einer Abschrift einer Schenkungsurkunde des Klosters Fulda genannt. Die Stadtwerdung des befestigten Ortes in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts geht aus einer Ebracher Urkunde, in der er 1296 als Oppidum erwähnt wurde, hervor. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war mehr als die Hälfte der Stadtbevölkerung evangelisch geworden. Später im Zuge der Gegenreformation unter dem Würzburger Bischof Julius Echter von Mespelbrunn wurde der überwiegende Teil der Stadtbewohner wieder katholisch. Sehenswert in Gerolzhofen ist vor allem der Steigerwalddom. So nennt man die beeindruckende spätgotische Stadtpfarrkirche. Am Rande der Stadt, in der Rüxhofer Straße, befindet sich der Friedhof. Die Friedhofskapelle, die natürlich dem Erzengel Michael geweiht ist, wurde in den Jahren 1736 bis 1737 erbaut.
Der Hochaltar ist mit einem Gemälde von Georg Christian Urlaub ausgestattet, die Seitenaltarbilder stammen von Johann Michael Wolker. Eine Orgel erhielt die Friedhofskapelle im Jahre 1743. Sie stammt aus der kunstberühmten Werkstatt des Würzburger Hoforgelmachers Johann Philipp Seufert. Das kleine, aber ausgesprochen klangschöne und klangprächtige Instrument ist in wesentlichen Teilen im Originalzustand erhalten und heute die älteste Orgel Geroldshofens. Eingangs erklang Präludium und Fuge C-Moll aus der Feder des Thüringer Komponisten Johann Caspar Simon. Bernardo Pasquini wurde 1637 in der Toskana geboren und wirkte später als Organist an verschiedenen Kirchen Roms. Wie viele andere Komponisten jener Zeit faszinierte auch ihn das Thema der Follia. Dabei handelt es sich um ein melodisch-harmonisches Satzmodell, über das zahlreiche Komponisten der Barockzeit bis hin zu Vivaldi und Scarlatti Variationsreihen komponierten. Die insgesamt 15 Verse aus Pasquinis Partita über die Follia begleiten uns im Folgenden durch dieses Orgelporträt. Der 1693 in Gössenheim an der Wern geborene und 1780 verstorbene Johann Philipp Seufert war der Begründer einer Orgelbaufamilie, die in drei Generationen über 300 Orgeln errichtet hat. Er erlernte sein Handwerk bei dem Würzburger Hoforgelmacher Johann Hoffmann. Seine Wanderjahre von 1711 bis 1721 führten ihn nach Österreich, Ungarn, Böhmen und möglicherweise auch Polen. Mit dem Tod des Würzburger Orgelbauers Franz Karl Hillenbrand 1722 ergab sich für ihn die Gelegenheit, dessen Witwe Anna Magdalena Hillenbrand zu heiraten und zu einem eigenen Geschäft zu kommen. 1731 wurde ihm der begehrte Titel eines Würzburger Hoforgelmachers verliehen. Er entfaltete eine fruchtbare Tätigkeit im gesamten Raum Unterfranken und teilweise darüber hinaus. Eine ganze Reihe von Instrumenten sind glücklicherweise mehr oder weniger verändert bis heute erhalten. Seine größte Orgel entstand 1745 für die westfälische Abtei Grafschaft mit 36 Registern auf zwei Manualen und Pedal, die allerdings nur in Teilen erhalten ist. Weitere berühmte Instrumente aus seiner Werkstatt entstanden unter anderem in der Klosterkirche Banz und im Kloster Ebrach.
Auch diese beiden Instrumente sind nur stark umgebaut auf uns gekommen. Es gibt zum Glück aber noch eine Reihe kleinerer, einmanualiger Orgeln, wie etwa das 1743 entstandene Instrument für die Friedhofskapelle in Gerolzhofen. Auch Johann Philipp Seuferts Söhne wurden Orgelbauer, der jüngste Sohn Franz Ignaz Seufert trat in die väterliche Werkstatt ein und übernahm später auch das Amt des Hoforgelbauers. Der Senior Johann Philipp Seufert starb hochbetagt mit 87 Jahren im Jahre 1780. Seuferts Orgeln zeichnen sich durch einen frischen und eleganten Klang aus, der ganz deutlich das Klangideal Italiens in sich trägt mit vokalen Prinzipalen und transparenten Flöten. Und so lassen sich die Werke italienischer Meister des 17. und 18. Jahrhunderts sehr überzeugend auf ihnen darstellen. Die 1743 erbaute Orgel von Johann Philipp Seufert in der Friedhofskapelle zu Gerolzhofen besitzt 7 Register auf einem Manual und Pedal. Im Prospekt steht, das ist relativ ungewöhnlich, die Quint Dreifuß, die darum im Raum sehr präsent klingt. Das Manual hat einen Tonumfang vom Ton Groß C ohne das große Cis bis zum dreigestrichenen C. Neben der genannten Quint Dreifuß besitzt das Manual noch die Stimmen Kopel 8 Fuß, Kopel ist die in Süddeutschland übliche Bezeichnung für ein Gedakt, sodann Prinzipal und Salitional 4 Fuß, eine Oktav 2 Fuß und eine dreifache Mixtur. Das Pedal hat lediglich 14 Tasten bis zum eingestrichenen D. Es besitzt einen Subbass 16 Fuß und ist überdies fest ans Manual gekoppelt. 1993 wurde die Orgel durch die Firma Orgelbau Hoffmann aus Ostheim vor der Rhön stilgerecht restauriert. Damals bekam das Instrument auch eine leicht ungleichschwebende Stimmung nach Bach-Kellner. Die vorrangige Bestimmung der kleinen Seufert-Orgel in der Friedhofskapelle Gerolzhofen ist natürlich,
Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten, und dies tut sie seit mittlerweile über 10 Generationen. Aber in diesem Gedanken steckt auch ganz viel Hoffnung, und man erinnert sich an das Wort von Charles-Marie Widor, der einmal sagte: Orgelspielen heißt einen mit dem Schauen der Ewigkeit erfüllten Willen offenbaren. Und an anderer Stelle: Es ist das Gefühl des Erhabenen und Unendlichen, für das Worte immer ein inadäquater Ausdruck bleiben und das allein in der Kunst zur wahren Darstellung gelangt.